Zack, und raus damit. Ja, einer der wichtigsten Spots hier an der alten Festung ist dieser. Und neben diesem Spot gibt es noch eine Handvoll weiterer, die du auf jeden Fall probieren solltest, wenn du frisch hier an der alten Festung bist. Also ganz simpel hier an dieser Stelle mit verschiedensten Teigködern einfach reinwerfen. Das heißt, wenn du hier mit einem Feederset Start gerade unterwegs bist, das ganz einfache, simple Setup für 149 Silber, dann hier an der Stelle einfach reinwerfen. Und zwar am besten das, was du hast. Du musst nichts Besonderes kaufen. Du kriegst quasi ja von vornherein im Tutorial, kriegst du ja schon so ein paar Sachen durch das Erspielen, spielst du dir das frei, beziehungsweise im Tutorial stellst du zum Beispiel auch schon Brotteig her. Und den Brotteig verwende ich gerade hier für Giebel und Karauschen. Und die schönen Giebel und Karauschen, die ziehen wir hier raus, denn damit können wir auch jede Menge Kaffeeaufträge immer wieder absolvieren. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, hier immer mal wieder an dieser Stelle zu testen. Und wenn du dann später weitere Teige herstellen kannst, verschiedene Arten von Teigen, umso besser ist es. Je mehr Köder du herstellen kannst, also Teigarten, umso besser ist es, speziell jetzt hier an diesem Spot. Gucken wir mal eben auf der Map. Das Ganze ist hier oben auf A3. Ein absolut wichtiger Spot, gerade wenn man neu ist hier an der alten Festung und das Setup ist noch nicht so riesig groß. Dann lohnt sich das, weil hier an der Stelle gehen seltener sehr große Fische rein. Es kann auch hier immer mal wieder passieren, dass die hier einen dicker, fetter Karpfen reinballert und dann musst du aber losrennen. Also immer schön hinterherrennen, dann hat der Fisch Bock. Und man hört es jetzt, er geht so in die Bremse. Ich habe jetzt gerade mal die Bremse ein bisschen runter gemacht. Aber dann klackert das so in die Bremse, der Fisch zieht ab. Und dann musst du halt zusehen, dass du hinterherläufst und den Fisch dann irgendwann ranziehst. Also, das kann hier natürlich passieren an der Stelle. Eine andere Stelle, die zeige ich dir gleich, die auch immer wieder wichtig ist. Die funktioniert auch immer wieder ganz gut mit verschiedenen Würmern. Maden, Würmer, also mit so fleischigen Ködern. So, und hier sind wir auch schon an der alten Festung, aber wir gehen nicht rein, nein, wir biegen direkt ab. Also an der alten Festung oder aus der alten Festung raus, links herum hier und dann geht es natürlich an diese Stelle. Die älteren Hasen wissen natürlich schon, wo man hier hingeht, denn das, auch das hier ist ein absolut wichtiger Spot. Aber viele angeln hier auch nicht mit simplen Ködern, sondern alle denken, hier muss man immer die fantastischsten und teuersten Köder verwenden. Nö, einfach mal hier mit einem Mistwurm rein. Zack, einfacher Mistwurm rein. Oder als nächstes 6er Haken und Made rein. Auch ein super Köder für diese Stelle, denn die Schleien mögen immer wieder ganz gerne auch die Made und die sind gerne mal hier an dieser Stelle. Und als drittes haben wir jetzt nach dem Mistwurm, wir können auch einen Regenwurm nehmen durchaus, wir nehmen aber auch nochmal die Zuckmückenlarve und dann haben wir jetzt hier dreimal super günstige Köder. Und haben hier eben dreimal eine fleischige Köderkombination, die wir jetzt hier einfach reinwerfen können. Und auch hier an dieser Stelle klappt das sehr gut. Übrigens, ich habe jetzt gerade diesen Schnurclip, diese 6 Meter, gar nicht geändert. Man kann hier 6, 7 Meter auswerfen oder einfach bis da vorne, wenn man keinen Clip setzen will, bis zu dieser Kante hier. Ne? Also ungefähr an diesem Bereich, an diese Kante werfen und dann läuft das. Ihr seht, ich habe gerade frisch reingeworfen, ohne eine Futtermische, ohne alles. Ganz simpel und basic hier einfach die fleischigen, also die, die lebendigen Würmer und Maden da reinwerfen. Dann klappt das immer wieder ganz gut. Aber trotz allem auch im Hinterkopf behalten, ab der alten Festung sollte man Futtermische skillen. Absolut essentiell. Wenn man weiterkommen will, muss man Futtermische skillen. Auch das wird in der Tutorial-Serie erklärt, wie man, wo man seine Skillpunkte dann investiert, beziehungsweise was man herstellt. Na guck, um Futtermische herzustellen. Also, das ist doch mal nicht schlecht. 1,8 Kilo schöner Schuppenkarpfen, einfach nur auf Made. Guck dir das mal an. Also, auch hier gehen tatsächlich dann die Karpfen mit rein. Nehmen wir ein bisschen was Kleineres. Rotauge. Warum jetzt diese vielen verschiedenen kleinen Fische?
weil wir eben Kaffeeaufträge machen wollen. Das ist das A und O. Gerade im Anfangsbereich immer die Kaffeeaufträge machen. Das ist essentiell, damit wir eben ganz viel Bonussilber verdienen. Also so ein einfacher Fisch wie so ein Rotauge bringt ja nicht viel Silber. Aber verkauft im Kaffeeauftrag kriegen wir ein Zigfaches vom normalen Silberwert und das lohnt sich. Das Schöne hier an der Stelle ist und gerade eben auch mit diesen fleischigen Ködern, die können wir hier wunderbar verwenden, auch in der Nacht. Das bedeutet, wir stellen uns hier einfach hin, vielleicht die ganze Nacht durch, nehmen vielleicht einfach dreimal einen Mistwurm hier drauf und haben tatsächlich dann hier auch schon in der Nacht die Chance, den Aal zu fangen. Also selbst auf dem Mistwurm geht hier der Aal immer mal wieder mit rein. Deswegen muss man da gar nicht so ganz teure Köder verwenden, wie zum Beispiel den Tauwurm oder Fischfetzen. Das kann man später alles noch machen. Anfangs geht es einfach nur darum, eine möglichst hohe Frequenz zu haben, damit man hier einfach Prozente bekommt im Grundangeln. Also Grundangelprozente maximal ja, hochpushen, das ist wichtig, damit man je mehr Prozente man kriegt, also immer mehr Fische fängt, also mehr Skill hat man, man fängt dadurch mehr Fische und die Fische sind auch noch größer, ein bisschen maßiger, also das wollen wir erreichen. Die ersten 30% sind da schon sehr wichtig und wenn wir dann irgendwann die 60% haben, können wir dann auch die Karpfenruten irgendwann kaufen. Das ist aber, naja, das ist Zukunft, das hat alles noch ein bisschen Zeit. Wenn man dann in Richtung 20 ist, dann wird das irgendwann interessant und dann kauft man da auch richtig ein. Na guck, Rotaugen gehen hier auch rein. Also, das ist halt wichtig. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn man frisch ist an der alten Festung, dann eben auch hier einfach hingehen, viel rausziehen, viele verschiedene Fische rausziehen. Hohe Frequenz ist wichtig und mit Glück geht auch noch ein Aal rein. Und so ein Aal lohnt sich halt immer. Ist zwar äußerst selten, aber mit Glück gehen die halt rein. Na guck, und da ist ja schon der nächste und da ist links und rechts auch schon wieder was. Und hier haben wir sogar schon die nächste Schleie. Also schon zweimal eine schön große Schleie gefangen, einfach nur auf Made. Das ist doch richtig gut. Zweite Mal hier schon auf Made. Und das alles hier nur mit einem 6er Haken und Made. Ich bin hier komplett nur mit einem 6er Haken unterwegs. Und versuche jetzt hier, na guck, der nächste Kandidat. Na, der hat sogar richtig Bock hier auf den Mistwurm. Na, 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 na. Oh, jetzt müssen wir schon aufpassen hier. Bis in den roten Bereich und nicht weiter. Am Ende vom Rot ist tot, dann reißt es ab. Das wollen wir natürlich nicht. Aber das hier macht schon Bock. Der zieht ja richtig ab. Das könnte auch ein Amur sein, ne? Der hat gerade richtig Kraft. Oder eine dicke Schleie. Ist jetzt nicht ganz so schnell. Da muss man natürlich aufpassen. Immer schön lenken den Fisch dabei. Wenn er nicht nach links abhauen soll, dann zieht man nach links, damit er nach rechts wieder. Oder vorlaufen. Zack, vorlaufen. Damit er wieder in die andere Richtung ist. Jetzt dreht er um. Dann haut er nach da hinten hin ab. Denn wir wollen nicht, dass er nach da links ins Offene wegschwimmt. Das wäre nicht so praktisch. Oh ja, der hat schon richtig Bock. Der hat ja richtig Kraft. So, rechte Maus das ein bisschen, damit er hier schön oder nach oben gucken einfach nur. Nach oben haben die am wenigsten Kraft, die Fische. Na, können wir noch einmal höher? Ja, einmal höher kann ich noch gehen. Das ist ja ein Ding. Der hat richtig Power. Und der gibt auch noch gar nicht auf. Und das hier auf ungefähr 6 Kilo Setup. Na, da hätte ich jetzt, habe ich ja nicht mit gerechnet. 6er Haken, 6 Kilo Setup, was ich jetzt hier gerade verwende. 6 Kilo dünne Schnur habe ich nur drauf. Oh, es ist wieder ein Schuppenkarpfen, das ist ja krass. Also, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Action, hier an der Stelle auf Schuppenkarpfen. Aber einen weiteren Spot zeige ich auch gleich noch. So, schön lang ranziehen hier. Ran, ran, ran. Und jetzt ist er schon an Land. Jetzt kann er nichts mehr machen. Zack, fast 5 Kilo Schuppenkarpfen. Wham! 5000 XP dazu. Ja, das schmeckt natürlich. Jetzt gucken wir nochmal schnell, was hier drauf ist. Nochmal ein bisschen was Kleineres. Und dann zeige ich nochmal den dritten Spot, der auch ganz hervorragend ist fürs Angeln mit leichtem Setup. Ja, für den dritten Spot musste ich jetzt ein ganzes Stückchen weit laufen bis zu dieser Brücke hier. Und dann geht es hier
an der Brücke weiter. Hier werfen wir mal so auf 8 Meter weit raus. So, 8 Meter Clip und dann landen wir da. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, entweder zu dem Holz da an der rechten Seite, zack, dahin zu werfen. Oder einfach hier in diesen Bereich zu werfen. Das sind zwei so Stellen, die immer wieder richtig gut funktionieren. Und normalerweise, ja, wenn man einen und denselben Köder hat, dann wirft man vielleicht zweimal nach da und einmal nach da, einfach mal zum Testen. Und an welcher Seite es dann gleich am besten funktioniert, da bleibt man dann. Dann legt man quasi an die linke oder rechte Seite eben seine Köder aus. Also einmal da, wo das Auge jetzt gerade ist, in diesem Bereich. Oder eben, wo das Auge hier ist, in diesem Bereich. Also das hier, das sind diese zwei Stellen, die sich immer wieder richtig gut lohnen. Wenn wir hier auf die Brücke, auf der Brücke angeln wollen, dann müssen wir, wie gesagt, hier einmal über die Brücke aus der Festung raus und komplett einmal rumlaufen bis hier unten hin. Riesenvorteil, wenn man hier steht mit einem Setup, was noch nicht wahnsinnig viel Schnur hat. Die Fische, die hier wegschwimmen wollen, die kommen eben hier nicht weg. Also, solange wir aufpassen, dass die Fische nach vorne hin abhauen, und das müssen sie ja fast immer, also manchmal passiert es, dann beißen die und wollen auf einen zuschwimmen. Wenn man dann rechtzeitig die Rute hochnimmt, dann schaffen sie es eben nicht, hier unten drunter herzuschwimmen. In der Regel hauen die eben nach da hinten ab. Also in diesen, ja, in diesen Fuß hier sozusagen schwimmen die rein. Und dann landen die irgendwo hier und dann schauen die auch wieder ab oder kommen wieder zurück. Also irgendwann hat man sie auf jeden Fall müde gedrillt. Egal wie schwer und kraftvoll der Fisch ist und wie sehr der dich leer zieht. Normalerweise sollte ein Fisch einen hier mit dem Feederset-Start gar nicht leer ziehen können, weil man eben ausreichend Schnur drauf hat. So, erster Fisch jetzt hier von den Ködern. Auch hier natürlich wieder die Möglichkeit, ganz simpel mit dem Mistwurm, mit dem Regenwurm ranzugehen, mit der Made. Hier sind auch immer mal wieder gerne Schleien unterwegs. Aber auch Schläfergrundeln, die lohnen sich auch hier. Ja, ab und zu aber auch tatsächlich Karpfen und Amure. Ja, Giebel und Karauschen. Also hier kann man auch wahnsinnig viel testen. Hier kann man eigentlich alle Köder, sowohl die teigigen Köder als eben auch die fleischigen Köder, alle wunderbar verwenden. Und dann muss man hier einfach nur ein bisschen variieren. Ja, wie gerade schon gesagt, ungefähr 8 Meter weit auswerfen hier an der Stelle. Vielleicht auch mal ein bisschen weiter, aber an für sich reicht das schon. Und dann eben hier diese beiden Bereiche. Theoretisch, wenn du frisch bist im Game und erstmal alles ein bisschen kennenlernen möchtest und dir Zeit lassen möchtest mit all dem, dann empfiehlt sich tatsächlich hier diesen gesamten Fuß einfach mal abzuangeln. Es gibt hier einen ganz hervorragenden Bereich, dass man hier in das Grün reinwirft. Also das ist ganz hervorragend. Hier in dem Bereich kann man super angeln. Dann gibt es hier links und rechts, hier ist alles voll mit Seerosen. Hier kann man links und rechts vor die Seerosen werfen. Hier oben ist nochmal ein Bereich, hier sind auch gerne mal die Hechte unterwegs, wenn man hier Spinning machen will. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, alleine in diesem ganz kleinen Bereich hier verschiedenste Fische zu fangen und so immer mehr Skillpunkte zu bekommen im Game. Und noch wichtiger sind die Skillpunkte bei dir, denn das Lernen über das Game entscheidet, wie gut du im Game bist. Das heißt, die meisten Spieler sind nach, naja, ganzes Stückchen über 1000 Stunden im Game, so gerade so aus dem Anfänger-Level-Bereich raus und wissen so langsam, wo der Frosch die Locken hat. Das ist ein wahnsinnig komplexes Game. Mach dich nicht madig, mach dich nicht fertig, wenn es am Anfang noch nicht so super läuft. Ein ganz wichtiger Punkt sind diese Skillpunkte hier, gerade beim Grundangeln natürlich auch. Die ersten 30% sind super wichtig. Wenn du das schon mal hast, fängst du schon mal ein bisschen mehr Fische und mehr maßige Fische. Das heißt, dann hat man da schon mal ein bisschen mehr Cash und dann kommt man auch Stück für Stück schneller vorwärts. Und auch natürlich nochmal wichtig, ab in die Tutorials reingucken. Die Fehler, die andere machen, die musst du nicht auch noch machen. Ich habe sie für dich schon gemacht, habe die Essenz quasi zusammengefasst in zig Videos, komplett für jedes Gewässer, für jeden Anfänger, ob du Stippen machen willst, Posen angeln willst oder, genau das Richtige. So, das zu den drei wichtigsten Spots hier an der alten Festung. Gleich geht es erstmal zum Café. Kaffeeaufträge absolvieren, hier schön die ganzen kleinen Fische abgeben und danach
Jo, danach gehe ich wieder dicke Fische angeln. Petri, ihr Lümmel, zieht raus die Brocken. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf Twitch. Bis dahin.